So, jetzt grüß Gott. Der Winter kommt, da kann man sich leider nicht davor schützen. Und was bedeutet der Winter? Es gibt wieder einen Topf. Aber so, wie der Häberle heute einen Topf macht, so schmeckt es natürlich ganz gut. Also, ich war auch nicht auf dem Markt, sondern ich war im Supermarkt. Dann packe ich das mal aus. Und das nennt man, oh, das nennt man Gemüse. Ob das was taugt oder nicht, mal sehen. Aber das kommt ja alles in den Eintopf. Nein, das ist ein labbriges Zeug, das nehme ich natürlich überhaupt nicht. Da. Oh, und da ist auch noch was drin. Pfui Teufel nochmal. Jetzt, Moment. Dann muss ich das da ja schon mal abputzen. So. Oh, da ist immer noch was drin. So. Also mal mit den Lauch. Das, was die Petersilie nimmt, das schmeiße ich weg. So. Aber alles. So. Das will ich nicht. Also, zu meinem Eintopf gehört 2, da sind wir. 2 gelbe Rübe. Man sagt auch Möhren oder was weiß ich noch. Aber zu diesem Gericht heißt es gelbe Rüben und nicht Möhren, weil das ist ein urschwäbisches Gericht, das meine Großmutter immer dann gemacht hat, wenn einmal so die Kasse ein bisschen leer war. Gut. Also Möhren und Sellerie und Lauch. Den muss ich aber erst noch waschen. Und Kartoffel. Ja, Kartoffel brauche ich Ihnen nicht zeigen, die haben Sie bestimmt in Ihrem Leben schon mal gesehen. Natürlich Knoblauch und nicht zu wenig von dem Knoblauch, bitte. So, was brauchen wir denn noch? Dann brauchen wir Zwiebel. Und dann brauchen wir, aber die muss ich jetzt erstmal schnell holen. Spätzle. So. Also für dieses Eintopfgericht Spätzle selber machen, also das hat überhaupt keinen Wert und keinen Sinn. Machen Sie für dieses Gericht, kaufen Sie sich für ein paar Cent ein paar Spätzle und schmeißen Sie die nachher in den Topf rein. Das ist genauso gut. So, jetzt habe ich schon wieder mal eine Sauerei da vom Zeug, das man gar nicht braucht. So, also, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar, was braucht man links zum Kochen? Genau. Aber übrigens, das habe ich ganz vergessen, der Trick bei dem Gericht, der kommt nachher erst noch. So. Dazu brauchen wir natürlich einen großen Topf. Den habe ich mir von der Kerstin ausgeliehen, weil ich brauche den eigentlich, so einen großen Topf brauche ich für mich eigentlich nicht. Und so wie der da aussieht, so sehe ich auch nicht aus. Aber jetzt nehme ich mal den großen Topf. Bloß, dass ihr wisst, wenn es klappert, ich schmeiß dann das Zeug rein. So. So. Also. Als erstes. Mal gleich so machen. Schäle ich die gelbe Rübe. Quatsch, quatsch, quatsch. So, das ist schnell passiert.
Wenn Sie mich jetzt nach der Größe fragen, das ist wirklich völlig egal. So, gucken Sie mal, so in Scheibe, halt dickere Scheibe. Da brauchen Sie mir jetzt aber nicht zugucken, das machen, da macht er nachher weiter. Oder doch, gucken Sie zu. Das ist so schön, wenn das so klappert. Das Schwiegleitskonzert. Ich habe gar nicht gewusst, dass Kerstin so einen musikalischen Kopf hat. Also, jetzt kommt die nächste dran, aber jetzt wisst ihr ja, wie es geht. So, jetzt sind ja also die gelbe Rübe drin und jetzt kommt natürlich dieses scheiß Ding da. Also das kotzt mir jedes Mal an. Guckt mal, wie unappetitlich das eigentlich aussieht. Aber muss schon sagen, schmeckt nachher, wenn es kocht, ist gut. Manche essen das ja auch roh, aber die können, die haben bestimmt auch in der Waffel. So, boah. Das ist auch so ein Ding. Das geht, oh. Boah, das geht so schwer. Das geht so schwer. Und wie viel man da nimmt, das ist eigentlich egal. Das kann jeder machen, wie er will. Da kennen Sie ja auch so ein ganzes von diesem Scheißding da. Ich habe so ein scharfes Messer und trotzdem gar nicht. Guck jetzt, jetzt kommt die andere Seite auch noch drauf. Oh, yeah, yeah. So. Das können wir jetzt mal. Mache ich da noch ein bisschen weg. So, also, das braucht nämlich auch länger zum Kochen. Also ich sage das jedes Mal, wer ein Gemüse mal erfindet, wo man diesen ganzen Mist nicht machen muss, der kriegt bestimmt mal einen Friedensnobelpreis oder irgendwie sowas. So, jetzt kommt das dann weg. Manche machen das sogar mit dem Sparschäler, aber ich bin doch nicht blöd. Und fummel mir da einen ab, der schneidet jetzt einfach so viel weg, so. Hoffentlich meckert jetzt niemand und sagt, das sei Lebensmittelverschwendung. So. Also ich habe jetzt in den Topf mal die gelbe Rübe drin. Und jetzt schneide. So, schneide da einfach so hin. Jetzt mache ich mal ein Licht auf, vielleicht hilft es, dass man es besser sieht. Aber auch nicht viel. Egal. Das schmeide ich einfach. Ob das Bolle oder Quadrate sind oder was auch immer. Ich glaube, in den Sterneküche, da standen sie mit dem Meterstab oder mit dem Zollstock oder wie man sagt da und messen das genau ab. Also stimmt, das ist doch der größte Quatsch. Weil die Menge bleibt nachher immer die gleiche. Ob das jetzt rundeckig oder boah, oder was weiß ich ist. So, jetzt habe ich also das drin. Dann kommt jetzt. Kommt jetzt gleich am Anfang. Und was kommt als nächstes? Kommen die Kartoffeln. Und jetzt wiederholt sich das ganze Spiel nochmal. Kartoffelschäler. Nicht vorher kochen, gell? Also nicht, dass sie das machen wie beim Kartoffelsalat oder so. Sondern die rohe Kartoffelschäler. Und ich mache das immer so, ich schneide sie dann in der Mitte durch. So, jetzt hole ich den Topf nochmal. Und schneide es in, also so Scheiben, Würfel, was, ist egal. So. Und so mache ich jetzt gleich weiter, solange müssen sie aber gar nicht zugucken. Wieso soll ich ihnen zeigen, wie man Kartoffeln schält?
Hat bestimmt jeder in seinem Leben schon mal gemacht. So, jetzt sind die Kartoffeln auch drin. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir haben jetzt drin Kartoffel, gelbe Rübe und Sellerie. Und das stelle ich jetzt auf den Herd. Und danach kommt nämlich mein Trick. Und da kann auch die Niki aus Asbach noch was lernen. Den Trick, und zwar den. Man sagt ja immer, man soll fleischlos essen. Oder immer öfters fleischlos essen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und deshalb kommt jetzt der Trick. So wie durch Zauberhand steuert jetzt mein Bretter. Und der steht mit dem Sonnenstab, da liegt mir irgendein Scheiß drunter. So. Der Trick kommt noch nicht, ich fand sie nur ein bisschen auf die Folter. Wir brauchen jetzt also mindestens eine ganze Zwiebel. Wieder eine Meso-Sauerei da. So, jetzt kommt die Zwiebel. Oh, das ist auch wieder so Fummel leider. Ich mag es einfach nicht, dann kann es nicht leiden. Aber der Genuss ist halt nachher das Wichtigste. Also nicht so brauchst du jetzt eine Zwiebel nicht schälen. Aber vielleicht machst du es genauso, weiß ich gar nicht. So, also. Jetzt schmeißen wir aber die Zwiebel nicht einfach rein, sondern wir schneiden die auseinander. Also noch ein bisschen rum, so. Wir schneiden die jetzt auseinander. Okay. Ich habe den Finger geschnitten. So. Macht einfach so und schneide das gleich. Jetzt mache ich die Zauberei immer größer. So. Jetzt. Naja, auch vorbildlich ist das nicht, aber. So schneide ich das selber so. Das ist mir jetzt gerade egal. Aber ruhig nur mal, also machen Sie ruhig eine ganze rein. So. Ja. Das ist ein bisschen viel jetzt, aber. Gut, so lassen wir das. Und natürlich, jetzt kommt wieder der größte Mist überhaupt. Aber es gehört halt dazu und das ist der Knoblauch. Nehmen Sie viel, viel Knoblauch. Das ist so gesund, das glauben Sie gar nicht. Wenn Sie nachher den Eintopf gegessen haben und nach einer kurzen Verdauungsphase, oh, da geht es Ihnen unheimlich gut. Da sehen Sie plötzlich besser, da sehen Sie Sachen, die haben Sie vorher noch gar nie gesehen. So, jetzt habe ich das da. Jetzt kommt, aber jetzt müssen Sie mir nicht zugucken. Das brauchen Sie jetzt auch nicht, dass Sie mir zugucken müssen, wie man den Knoblauch macht. Ich schneide mal. Also ich würde Ihnen empfehlen, 4 Zehe Knoblauch, mindestens. Mindestens 4 Zehe. Ja, guck jetzt hin. Ich kaufe kein Bio-Zeug mehr. Das ist nämlich immer ein Bio-Knoblauch. Aber ich kaufe bald keins mehr, weil so viel Mist dabei ist. Also, wenn ihr den Knoblauch fertig habt, bin ich wieder bei Ihnen. Bei euch. So, jetzt habe ich die Zwiebel und den Knoblauch schon miteinander vermischt. Dieses Ereignis ist jetzt leider verpasst. Und das kommt jetzt, wird jetzt
angebraten. Eigentlich mehr geröstet, aber auch gebraten. Also ich weiß auch nicht genau, das ist auch, das ist ein bisschen Geschmackssache. Also man kann es deftig anbraten oder auch leicht. Aber ich habe ihn ja jetzt noch nicht verordert, welcher Trick dazu gehört. Also, fleischlos soll man essen. Und was fällt einem da ein? Ich kaufe halt eine Wurst. So. Und die schneide ich da durch. Und zwar nehmen sie eine Jagdwurst oder in Süddeutschland eine gerauchte Schenkelwurst. Das ist noch besser. Aber dort, wo ich gerade wohne, da gibt es gar keine gerauchte Schenkelwurst. Die wissen gar nicht, wie das ist. Ich glaube, die wissen nicht einmal, wie man Schenkelwurst schreibt. Also die sagen halt Jagdwurst und was anderes kriege ich nicht mehr. Und dann wird es halt jetzt mit der Jagdwurst gemacht. Hauptsache fleischlos. So. Mache das da weg. Und jetzt schneide das in Scheiben. Ja. Das braucht alles gar nicht so genau sein und fein sein. Das kommt ja noch alles in neuen Topf rein. So. So. Dann schneide das in der Mitte durch. Oder ein paar Mal. So soll es halt sowas ähnlich, so wie Würfel geben. Das wäre das Beste. Sehen Sie so. Solche Sachen da. So. Normalerweise gehört ja zu Kartoffelschnitz und Spätzle oder Geißburger Marsch oder egal wie man sagt, ein kochtes Rindfleisch rein. Aber man soll ja kein Fleisch essen. Also, so wie man bescheißen kann bei der Maultasche, so kann man auch bescheißen beim Geißburger Marsch oder bei der, ich sag lieber Kartoffelschnitz und Spätzle, weil da gehört es einfach dazu. Nein, so. Da sparen wir auch gar nicht. Und das stellen wir jetzt einfach aufeinander. So. Gut. Noch einmal. Ja. Nochmal. So. Oder machen wir einfach Würfel. Würfel, 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 Würfel. So. Also ich habe nicht behauptet, es sei ein vegetarisches Gericht, gell? Sondern es ist einfach ein fleischloses Gericht. Weil wäre Fleisch drin, wäre es einfach Rindfleisch. So. Jetzt kommt das Ganze natürlich in eine Pfanne. Ich nehme da ein kleines bisschen Öl und auch noch ein bisschen Butter. So. So. Und dann schmeißt man einfach das Ganze da rein. So sieht es jetzt aus. Und das lassen wir, und das soll jetzt mit Vollgas, soll das jetzt vorsichtig nachkochen. So. Oh je, das sieht hier schon wieder aus. Der Lauch könnte man, der Lauch muss ich noch waschen. Moment. Richtig scharf aufrollen. Also die Wurstwürfel, die sollen
so ein bisschen angebräunt sein, so viel sowieso. So. Ihr kocht jetzt das Ganze vor sich hin. So, jetzt mache ich mal den Lauch. Aber den schmeißen wir ja erst zum Schluss rein. So. Was man auf jeden Fall auch beachten muss, ist Folgendes. Weil in diesem Topf, wo jetzt die Kartoffel, der Sellerie und die gelbe Rübe drinnen sind, derselbe Topf, in den Topf kommen dann auch die Spätzle rein. Kartoffel und Nudeln passen eigentlich nicht zusammen. Im Prinzip. Aber in dem Fall und bei diesem Gericht auf jeden Fall. Nämlich im Verhältnis, das muss man drauf achten, im Verhältnis zu den Kartoffeln und dem anderen Zeichen, muss man jetzt die Spätzle aussuchen. Also, das müssen Sie einfach selber rösten. Das kann ich Ihnen ja auch nicht sagen. Da kann man nicht sagen, 100 Gramm von dem und dem. Das muss man einfach nach Gefühl machen. Es darf halt nicht zu viel und nicht auch zu wenig Spätzle sein. Ja. Ja, gut. Spaß machen. So. Jetzt habe ich das Kochen. Ich habe jetzt überhaupt noch gar kein Gewürz drin. Kein Salz, kein Pfeffer. Das mache ich erst nachher. Oh, wie kriege ich jetzt den Mischer weg? Heieiei. Da sollte ja immer jemand daneben haben, der Ihnen den Müll wegmacht. Da ist ein so viel Zeug, was da rumliegt und da ist noch was und da ist noch was und da selbe ist noch was. Schade, dass ihr Niki nicht kennt. Bei der Niki, da ist die Küche immer tipptopp, da merkt man gar nicht, dass die gekocht hat. Ja? Das schaffe ich nicht. Bei mir sieht es immer aus wie Zau. So, jetzt nehmen wir die schon Farbe an. Die Wurstwurzel, die Zwiebel, der Knoblauch. Oh, das duftet. Oh, wunderbar. Das duftet so schön. So. So, und jetzt machen wir noch den Lauch auch dazu. Oh, das riecht gut. Ich meine, das sind doch Pfannen. Das sind im Topf, das riecht mir noch gar nicht. Ist mir aber egal, wenn es nicht riecht. Hauptsache, das kann man noch essen. So. Jetzt lassen wir das dann noch ein bisschen brutzeln, weil es ist im Prinzip schon fertig, gell? Weil die Wurst kommt nachher so wie sie ist mit den Zwiebeln und Knoblauch einfach dabei. Und da fehlt jetzt natürlich nur das Gewürz. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir Salz. Mit drin.
Ach, das war schon das letzte Mal, dass wir keinen Pfeffer kennen. Ich habe immer noch keinen gekauft. So. Ah, wieder so. Pfeffer. Und jetzt kommt da dazu neue Gemüsebrühe. Also Fleischbrühe nehme ich nicht, weil das ist mir. Ich weiß nicht, was, wo das alles herkommt, was da drin ist. So. So, jetzt machen wir dann mal zwei gut gehäufte Löffel. Es kommt natürlich drauf an, wie viel sie noch selber machen. So, aua, 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 wie das heißt. Hei, hei, hei. So, das ist jetzt auf jeden Fall fertig. Jetzt haben wir da drinnen Gemüsebrühe und alles, eigentlich ist das fertig, jetzt kommt bloß noch das Abschmecken. Da gibt es was aus der Tiefkühltruhe, das heißt 8 Kräuter, die kann man da gut mit reinmachen. Das ist immer noch besser, wie das Zeug da, dass man so ein Ei verpackt kaufen kann. So. Und nachdem wir vorher die Petersilie weggeschmissen haben, nehme ich halt die, die tiefgefroren ist, weil die ist meistens immer gut. So. So, jetzt ist es fertig. Jetzt drehen wir da rum. Jetzt gucke ich mal, wie weit die gelbe Riemen sind. Oh, nein, mal nicht. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen kochen. Aber wenn das mit dem Kochen fertig ist, dann melde mich. Jetzt ist das alles verkocht, die Spätzle sind durch, das Gemüse ist durch. Oh, Spätzle muss ich nochmal gucken, Moment, ob das auch wahr ist. Ah. Ja. Und dann nehme ich jetzt die Pfanne und jetzt kommt alles einfach, nun, dass Sie das auch sehen. Kommt das alles da rein? Nein. So wie es ist. Und ruhig auch von dem Öl und von dem Butter, also was übrig liebe ich, ruhig alles rein. So. So, und das war's schon. Also Sie sehen, das ist kein Hexenwerk, außer dass es wirklich viel Müll gibt. Was müsste da noch dazu sagen? Gar nichts. Also ich würde sagen, für 4 Familienhaushalt, was kostet es? Vielleicht für jeden in Euro oder so. Also das ist ein richtig schwäbisch geiziges Gericht, gell? Also das ist jetzt nicht Hot Cuisine. Aber das meiste, was man für dieses Gericht braucht, ist einfach, man hat es im Haus. Also. Und jetzt werde ich Ihnen das fertige Gericht auf dem Teller zeigen. So, und dazu nehme ich jetzt der Kerstin, das beste Geschirr, das man eigentlich nur sonntags verwendet. Aber damit Sie auch sehen, wie appetitlich das aussieht, habe ich das beste Geschirr aus dem Schrank geholt. Und so sieht das fertige Gericht aus. Es sieht natürlich nur deshalb so gut aus, weil es auf dem Geschirr von der Kerstin ist. Also, das war's für heute. Grüße nach Asbach, Grüße in die Schweiz und wen auch immer. Dann bis zum nächsten Mal, euer Heberle.